So, wir sind hier am Stand der MMC und haben jetzt dich als Interviewpartner. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du mit der MMC überhaupt zu tun hast und ja. Ich bin Michael Bauer, ich bin bei der Orga in der MMC. Hallo, ich bin Backend Cosplay und ich mache John Watson und ich cosplaye jetzt so ungefähr 7-8 Jahre. Also ich bin Speaker Arctur und ich cosplaye Sherlock. Und ich cosplaye auch ungefähr 4 Jahre lang. Hi, ich bin Leo. Ja, wie man sieht, mache ich Moriarty und ich cosplaye schon eine ganze Weile. Und zwar so lange, dass ich nicht mehr weiß, wann ich angefangen habe. Hallo, ich bin Devin Descendo. Ich cosplaye Irene Adler. Und insgesamt cosplaye ich schon seit 5 Jahren ungefähr. Habe mit Harry Potter angefangen. Also, ich bin British Riot von British Riot Cosplay. Also, ich bin das Horror-Kid aus Zelda Majora's Mask und ja. So, hier sind wir mit zwei wunderschönen Cosplayerinnen, die wir mal eingefangen haben. Könnt ihr uns erzählen, wie eure LBM bisher so war? Sie war sehr kalt. Ja, sie war sehr kalt, vor allem wenn man über diese Brücken läuft. Immer wenn der Wind schön ins Kreuz zieht, ist immer ganz angenehm. Ansonsten ist sie nicht so voll, wie ich dachte. Also man kommt eigentlich ganz gut durch, ja, überall. Stimmt. Und man muss nicht ewig am Klo anstehen. Ja, man kam schnell durch die Hallen durch, wir konnten viel schon sehen. Wir waren sogar bei den zivilen Menschen in den normalen Hallen und wurden krumm angeguckt. Aber es ging, wir haben noch keine Hasskommentare bekommen. So im Vergleich zum letzten Jahr, beziehungsweise zu den vorherigen Jahren, wenn du denn da warst? Die Messe wird immer voller. Ironischerweise, die Sicherheitsbestimmungen werden immer höher und immer strenger. Das Personal wird immer unfreundlicher. Die vom Waffencheck sind echt sehr kulant. Erlebst du die LBM anders? Es ist ein Unterschied. Man bekommt so ein paar Sachen mit, auf die man manchmal als Besucher nicht unbedingt achtet. Man sieht als Aussteller nicht immer so viel eigentlich, sonst man ist sehr an dem Stand gebunden. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ja, es ist schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, auf jeden Fall. Also die Locations finde ich alle wieder, die man immer so auf den Fotos sieht, gerade die ganzen Glaswände und so. Bei mir ist es die zweite LBM. Ich war letztes Jahr schon mal da, aber nur samstags letztes Jahr. Und es war letztes Jahr mega voll und man wurde irgendwie totgetrampelt und ich war total überfordert und jetzt dieses Jahr ist es auf jeden Fall besser. Ich bin schon seit 7-8 Jahren auch tatsächlich hier. Von allen Cons finde ich diese hier noch mit am besten, muss ich sagen. Also es freut mich, dass auch so viele jetzt dabei sind. Ja, natürlich wird es auch immer voller, aber gut, das ist ja auch irgendwie schön, wenn es ja viele Cosplayer da sind. Das ist jetzt meine 13. LBM und ja, so am Anfang, ne, waren halt die Cosplays an sich nicht so viele vertreten, hat man halt mal ein paar Cosplayer gesehen und qualitativ halt auch nicht so krass und ja, jetzt ist halt alles voll. Es macht Spaß, weil wir haben ja unser tolles Tanzspiel immer mit dabei. Ich bin selber auch mit Herz und Seele bei der MMC dabei. Ja, dieses Jahr ist die Animago und die MMC ist erst wieder im Herbst nächsten Jahres. Dafür haben wir so kleine andere Veranstaltungen, zum Beispiel die Costume Night, das ist so eine kleine Ballveranstaltung, aber auch noch mit anderen Sachen, die wir dort anbieten. Das ist jetzt mein zweites Jahr. Also ich fand gestern, der Samstag, war schon sehr, sehr voll. Das war letztes Jahr ein bisschen weniger. Musik.
Findet ihr, dass die MCC-Halle auch vergrößert werden sollte? Definitiv. Also man braucht wirklich ein bisschen mehr Platz. Also vielleicht hätte man auch noch ein bisschen mehr Platz für die Zeichner. Ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine zweischneidige Angelegenheit, weil im Endeffekt ist ja immer noch eine Buchmesse. Sie gehört einfach dazu und muss bleiben. Vielleicht auch ein bisschen größer wäre schon ganz gut. Also ich finde es auch auffällig, dass eben sehr viele der normalen Buchmessebesucher in die Manga-Halle gehen und sich jetzt einfach anschauen und es auch eigentlich sehr cool finden mit dem Cosplay. Manche waren ein bisschen verwundert, aber also gerade so, wenn wir durch die Stände gelaufen sind und ein bisschen Kunst angeguckt und so. Ich bin gar nicht so gern in der MCC-Halle, weil es mir einfach zu voll ist und zu überladen und überall sind Menschen und es ist laut. Also ich bin eigentlich ganz, also viel lieber in den anderen Hallen, vor allem in der Glashalle. Kriegt ihr sehr viel Ansturm auf euren Stand? Ja, wir haben gerade auch am Wochenende, Samstag, Sonntag, haben wir immer eine riesen Traube um unserem Stand, was dieses Jahr ein bisschen problematisch sein könnte, weil wir direkt vor uns einen nicht so ganz breiten Gang haben wie sonst immer. Raumtechnisch könnten sie uns tatsächlich mal mittlerweile mehr Fläche dazu gestehen, weil wir werden immer mehr Leute. Und ich denke, wir sind auch eine gute finanzielle Kraft, die hier hineinfließt. Dass es gut wäre, wenn vielleicht eine zweite Halle wäre, wo dann nur die Bühne wäre oder irgendwie auch dieses Sofa, wo geredet wird. Also ich glaube, da hat die Architektur einfach ein bisschen Fehler gemacht. Ich habe jetzt nicht so ein Bühnenprogramm, was mich wahnsinnig interessiert. Ich bin einfach mal hier, um ein paar Leute kennenzulernen, sich mit Freunden zu treffen, ein bisschen rumlaufen, ein paar Fotos machen, genau. Und derp, 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 derp. Ich bin nicht angezogen. Mega geil. Mein Bein rutscht immer schon auf. Oh Mann. Das nimmt schon auf, Leute. Es ist kalt. Okay, Entschuldigung. Ich lieber es. Nein! Hilf mir. Rette mich. Immer. Also, bewegen ist mit dem Teil nicht.